Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in ein paar Warm to Thrones Revenge Mode, sind hier dabei, als Imperium ein bisschen zu überleben. Hier, wie war das hier bei Zeltras? Ach, Zeltras hatten wir gehalten. Es ist, ihr merkt es wahrscheinlich an meiner Stimme, dass ein bisschen Zeit vergangen ist seit der letzten Folge. Jetzt, nach meiner Zeit, ist der 2. Januar, gerade nach Weihnachten, über Weihnachten hat sich meine Stimme wieder erholt. Wir können hier nach Trokri gehen. Ich frage mich so ein bisschen, du hier lang, wie das hier mit Galenor aussieht. Du darfst auch nach Galenor kommen. Oh, die wollen schon wieder nach Galenor, perfekt, wenn das stimmt. Aber egal, wir wollen Trokri kriegen, weil dann haben wir die Bodeneinheiten bei Sika und bei Kariak frei. Stimmt das hier mit Grunger? Das wäre natürlich richtig geil, wenn wir den da festhalten könnten. Das wäre perfekt. Müssen wir mal gucken, wie wir das schaffen. Das Einzige, was ich nicht genau weiß, ist, ob die volle Leben haben. Ob Isar zum Beispiel auch volle Leben hat. Ich hoffe es zumindest. Hier bei Pass Favre, wir haben ja noch ein bisschen Geld. Können wir eine Raumstation holen? Und hier bei Korribu würde ich auch eine Raumstation holen. Nicht, dass Grunger sonst hier irgendwie über Pass Favre und Napora und so abhaut. Ich meine, bei Korribu wären dann noch Bodeneinheiten, die ihn aufhalten würden, in Anführungszeichen. Und Yogoi, da wird schon gebaut. Okay. Hätte ich wahrscheinlich auto-reserven sollen, aber egal. Wir gucken jetzt, dass wir wirklich weiterkommen. Bei Kurt ist ja auch noch unser Supersternzerstörer im Bau, der 3. Also bisher haben wir ja 2 Supersternzerstörer-Helden, aber wenn wir jetzt nach Thrawn gehen würden, würde Izzard als Supersternzerstörer wegfallen wieder. Deswegen haben wir da eine Absicherung. Denn irgendwann möchte ich natürlich auch Thrawn nicht unbedingt. Ich liebe Thrawn als Charakter, aber der ist hier als Held nicht unbedingt der Beste. Da kann man dann auch keine Supersternzerstörer mehr bauen und so. Aber das Dark Empire danach. Ich will die World Devastator haben und austesten und so. Ich glaube, das ist richtig, richtig cool gemacht. Aber da sind wir momentan noch nicht, dass wir Izzard hier einfach so verlieren könnten. Deswegen schauen wir mal. Cheruba darf auf jeden Fall auch eine Raumstation kriegen und Relifon wieder, damit wir hier so ein bisschen, die sitzen jetzt hier über Belmora, das ist ganz, ganz schlecht. Da muss ich gleich auf jeden Fall dann mit dem Supersternzerstörer hier auftauchen, 91%. Die Raumstation, die ich hier bauen wollte bei Pass Favre, ist jetzt nicht mehr vorhanden, okay. Damit, Izzard ist zwar eine winzige Flotte, aber wenn sie verletzt ist, ist das eine Flotte, der man begegnen kann. Ich will einfach nur Trokri kriegen und da dann gucken, dass Grunger nicht abhauen kann. Aber gut, bei Harpes hier müssen wir fliehen. Ich hoffe mal, dass wenn wir diesen Supersternzerstörer haben, dass wir dann vielleicht Uhuras Kai kriegen könnten. Und dann auch diese ganze Harpes-Cluster-Situation da ein bisschen, Galenor und Harpes, ein bisschen befreien könnten. Das wäre nett. Die Antriebe? Natürlich nicht. Fliehe. Schade, schade. Schokolade, Marmelade. Aber da machen wir nichts dran. Zurück zur Galaxiskarte. Und dann müssen wir die Flotte von Galenor nach Harpes holen. Ah. Das ist natürlich schlechtes Timing, aber gut. Eins nach dem anderen. Und eigentlich will ich nur Trokri einnehmen und dabei Zelvis weitergucken, dass wir da weiterkommen. Dann vielleicht mal nochmal Brosk unsere Fühlerchen ausstrecken und natürlich Grunger vernichten. Der ist uns jetzt schon so oft entkommen. Der muss vernichtet werden. Einmal gucken, vielleicht schaffen wir das hier auch ohne. Die Antriebe leben noch, vielleicht, aber eigentlich mit dem nächsten Schuss können die Antriebe nicht vernichtet werden, glaube ich. Von daher wäre es einfach nur eine Lanza, die vernichtet wird und darauf habe ich keine Lust. Ja, müssen wir mal gucken. So, bevor jetzt hier irgendwas passiert, es wäre vielleicht besser, noch andere Einheiten zu holen, aber wir greifen jetzt Trokri an. Und hoffen, dass wir den Planeten kriegen. Komm schon, bitte, 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 bitte.
Oh mein Gott, was haben die hier alles? Ich will eigentlich im Prinzip keine Bodeneinheit verlieren, weil ich die natürlich auch für weitere Angriffe haben möchte und so. Oh, das ist interessant. Vielleicht müssen wir da zweimal attackieren. Hier lang, hier lang. Bodeneinheiten zu verlieren wäre natürlich, also Infanterieeinheiten, wäre für den nächsten Angriff nervig, aber ansonsten kein Beinbruch. Ich bin mir nicht genau sicher, wo deren Energiegenerator ist. Der könnte hier sein, der könnte aber auch hier drinnen sein. Könnte. Oh, ich weiß es nicht. ATDPs, die sind nicht so schlimm. Das ist schon eher schlimm. Okay, hier drin sehe ich keinen Energiegenerator. Dann nehmt euch die ATDPs. Oh mein Gott. Warum habe ich noch keine Repair Station Gold? Haut ab. Wo ist deren Energiegenerator? Das nervt mich, dass ich das nicht weiß. Hier unten können wir noch eine Repair Station holen. Es ist jetzt auch egal, wir können jetzt noch eine Flugeinheit und dann Turbolaser ATATs, die dürften uns einiges an Arbeit abnehmen. Und irgendwo hier müssen natürlich gleich auch Dingsbums sein. Turbolasertürme. Repair Station bitte. Da ist die Hyper Velocity Gun. Da ist der erste Turbolaserturm. Spannend. Was kriegen wir hier? Diese Espo Walker. Ah, sehr schön. Die können da schon drauf schießen. Und ihr setzt euch in Deckung. Die werden langsam repariert. Antifahrzeugturm. Ihr haut ab. Kommt einer von euch hier runter. Der Turm ist Schrott, das ist super. Ah, da ist noch ein Turm. Das ist natürlich tricky. Aber ihr da drauf und ihr da drauf und jetzt alle hier zusammen. Okay, müsst auf die Infanterie bitte. Ah, das sind diese kleinen Läufer, die jetzt hier von mir zerstört werden. Das ist mir egal, ob die vernichtet werden oder nicht. Die fetten Türme, jawohl, meine ATATs verlieren quasi gar kein Leben. Nehmt euch den. Yes. Dann nehmt die Infanterie bitte vernichten. Und dann dürft ihr mal. Oh, da kommt der nächste, okay. Ich würde jetzt eigentlich auf den Turbolaserturm hier gehen mit denen, aber wenn sich der natürlich so anbietet. Und die ATATs zerstören das natürlich komplett hier. Warte. Irgendwie so gucken. Ihr habt zwar schon ein bisschen was an Leben verloren, aber wir gucken jetzt mal hier unten. Und runter. Okay, da ist der nächste. Das bringt nichts. Dann kommt zurück, lasst euch reparieren. In der Hoffnung, dass keiner vernichtet wird. Oh. Das war nicht so nett. Oh mein Gott, wie viele von denen haben die noch? Ich meine, zum Glück haben die bisher noch nicht so viel Schaden an meinen ATATs gemacht, aber ansonsten wäre das hier kritisch. Hui, ui, 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 ui. Der eine ATAT, der sieht nicht gut aus, den ziehe ich mal ganz zurück. Ihr dürft jetzt hier runterkommen. Ja, kommt, dann vernichtet das. Wo ist deren Energiegenerator? Gleich haben wir alle Turbolasertürme vernichtet, ohne den Energiegenerator gefunden zu haben. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch alle gefährlichen Einheiten vernichtet. Also alle, die nicht erst hier reinspawnen müssen. Von irgendwelchen Gebäuden. Vernichtet die, vernichtet das, vernichtet das. Und ich würde mal behaupten, wir haben keine Einheiten verloren. Vielleicht haben wir hier die... Ach, da... Nee. Hä? Wo ist deren Energiegenerator? Ah, hier unten, okay. Jetzt ist es sowieso egal. Okay, dann müssen wir nicht mehr drauf bombardieren. Kommt die Bombardierung noch? Wir haben gewonnen, perfekt. Trollkrieger hat uns, das ist alles, was ich wollte. Nehmen wir, den bitte ich... Welche Gruppe habe ich? Niall Owen. Wartet mal. Ah, kann ich jetzt eh nicht lesen. Okay, lasst uns gucken, wie es Izard geht, ob sie es schafft, hier bei Pest Favre ein bisschen Ordnung reinzubringen. Entschuldigt den Huster. Ich trinke mal einen Schluck.
Und hier müssen wir gucken, dass keine Bodeneinheiten auftauchen. Das wäre nämlich sehr, sehr blöd. Beginnen wir. Und schauen, was passiert. Hat Izzard volle Leben? Izzard scheint volle Leben zu haben. Drei Secretors ist ein bisschen tricky. Ich muss gucken, dass ich den im Warblaser kriege. Das ist ein Problem. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Also ich glaube, selbst wenn, wenn die Schlacht nicht gut gehen sollte, gewinne ich das hier. Aber dann werde ich Leben verlieren. Und das will ich nicht unbedingt. Gravity Generator ist... okay, es läuft nicht gut. Merke ich gerade. Aber der ist auf jeden Fall weg. Erster Secretor. Ja, der Interdiktor hier, der Immobilizer. Dann den ersten Secretor. Die haben beide schon keine Schilde mehr. Wäre natürlich ein Träumchen, wenn ich die hier kriegen könnte. Okay, geh auf den, der noch Schilde hat. Hat dann jetzt auch keine Schilde mehr. Dann nimm die Waffen. Ja, weil ich glaube, das schaffen wir ohne großartigen Schaden zu nehmen. Hier alles vernichten. Wir haben noch gerade so eben Schilde. Okay, versuche jetzt vielleicht einen zu vernichten hier. Oh mein Gott, das war aber ein knappes Ding. Jawohl, der ist vernichtet worden. Oh, und unsere Schilde sind gerade so eben weg. Perfekt, habe ich ganz richtig eingeschätzt. Das war knapp, aber in Ordnung. Ich glaube, bei Pestfavory haben wir gar keine Einheiten. Oh Gott, lasst mich doch hier ein bisschen was machen. Theoretisch bräuchten wir jetzt Napora und Selvis-Einheiten, Pestfavory nicht unbedingt. Aber im Prinzip müssen wir nur Chiller einnehmen. Die Frage ist halt, wie viele Schiffe sind da noch bei Chiller? Ich glaube, wir sind einfach abgehauen, weil da eine relativ große Flotte war mit einigen Immobilizer-Kreuzern. Aber jetzt wäre ein Immobilizer weg. Andererseits, wenn ich jetzt hier von Pestfavory weggehe, könnte es natürlich sein, dass Bodeneinheiten kommen. Und so viele Schiffe habe ich hier unten leider nicht. Zwickmühle. Aber erstmal gucken, dass wir jetzt Trokri aufbauen. Und dann Grunga wirklich komplett festsetzen. Vernichten. Die Engines. Dann den Strike Cruiser hier. Und dann dürften wir... Nein? Was haben die noch? Ah, diese kleinen Dinger da. Nehmen wir die Lancers hier rein. Jetzt sind hier keine großen Schiffe mehr, die... Ja. Und da machen die Lancers das aus. Einmal schnell nach Harpes, zurück nach Galenor. Pause. Wie sieht's mit unserem Supersternzerstörer aus? 95%. Ob wir den diese Folge noch kriegen? Fraglich, ich weiß es nicht. Trukri. Und dann haben wir quasi schon kein Geld mehr, aber eine Raumstation brauchen wir hier. Du darfst Richtung... Oh mein Gott, Nirawan hat keine Einheiten mehr. Dann würde ich gerne die Einheiten von Kariek nach Nirawan schicken. Dann habe ich hier doch nicht so viele Bodeneinheiten, wie ich dachte, zur Verfügung. Aber die von Sika. Sobald wir Grungala besiegt haben, kann ich die Einheiten von Sika mitnehmen. Was besser als nichts ist. Beginnen wir. Und greifen an, den Interdiktor auch hier rein, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen zu fliehen. Weg mit dir. Und Feuerkraft, komm schon. Das müsst ihr jetzt schaffen, Leute, danke. Zurück zur Galaxiskarte. Auch hier wieder eine Lancer hin, bitte. Pause bei wie viel Prozent? 97. Da werde ich definitiv relativ schnell nach Balmora gehen, dass da nichts am Boden passiert. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir Color 4 wieder kriegen und Obroa Sky hoffentlich einnehmen. Izzard. Dann die Einheiten jetzt erstmal hier Richtung Pestfavory. Sind nicht viele, aber besser als nichts. Was fliegt denn da eigentlich rauf? Ich weiß. Ah, 4 Lancers. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut, die kann ich dann bei Pestfavory lassen. Pause. Ich weiß nicht, wie viele sind das? Ist keine riesige Verteidigung, aber ist besser als nichts.
Oh mein Gott. Warum ist der bei Niran? Das soll der nicht. Aber die Einheiten von Kariak sollen da lang. Die wollen nach Primea kommen. Ich habe keine Ahnung, wo Primea ist. Habe ich, um ehrlich zu sein, wirklich nicht. Primea ist da. Ja gut, da habe ich keinerlei Verteidigung. Müssen wir mal gucken. Und wohin fliegen die Lancers? Nach Korribu? Bitte nach Korribu. Na, oh! Ja, Korribu, sehr schön. Pause. Und die Flotte von Pes Favri darf jetzt mal nach Chida fliegen. Einfach mal gucken, was da los ist. Bei Bebringi brauche ich euch nicht. Ihr sollt bei Orinda und bei Ortmantel sein. Nicht, dass da irgendwas passiert, ohne dass ich es mitkriege. Oh, Leute. Die nächste Lancer wird auch schon gebaut. Dann hätten wir zwei Lancers hier. Warte, die Flotten können wir zusammenlegen, dann haben wir sogar einen Sternzerstörer, oder? Ist das nicht... Haben wir zwei Sternzerstörer? Uhuhuhu, auf nach Balmora. Mychilla ist sie auch fast, aber ich vermute, Balmora wird eher sein. Wird Chilla eher sein, ich weiß es nicht. Ganz knapp. Bei Trukri sind wir auch kurz davor. Korribu, 99%, sehr schön. Balmora. Unsere Flotte ist 298 groß, deren Flotte ist 257 groß. Das Einzige, was wir nicht haben und was wir nachrüsten müssen, ist das. Ein Interdiktor. Hier haben wir einen, oder? Da haben wir einen, sehr gut. Aizat hat auch einen. Das ist alles, was wir brauchen. Trinken wir mal einen Schluck, während das hier startet. Und jetzt unser dritter Supersternzerstörer, Leute. Jetzt können wir wirklich hoffentlich was reißen. Und das tut gut, jetzt hier mit zwei Sternzerstörern auch auftauchen zu... Was ist los mit mir? Mit zwei Sternzerstörern auch auftauchen zu können. Beginnen wir das Ganze. Und sehen zu, wie unser dritter Supersternzerstörer hier alles fertig macht, hoffentlich. Können wir damit eine von diesen Surrender Class Star Destroyern ablenken? Yes, das ist sehr schön. Oh, sogar ein Sternzerstörer, perfekt. Was hast du für eine Command hier? Oh, der hat Command hier 4, nehme ich. Und, oh mein Gott, der kann nicht fliehen. Upsi, ich meine, das ist jetzt auch kein Schiff, was ich unbedingt behalten möchte, aber egal. Da ist unser dritter Supersternzerstörer. Unser dritter Supersternzerstörer, der Executor-Klasse. Geh du hier auf den Serenity-Class Supersternzerstörer und 1, 2... Sternzerstörer auf einen Stern. Ah, diese Renan-Klasse feiert jetzt. Oh nein, da müssten wir vielleicht fliehen. Weil die Sternzerstörer verlieren will ich nicht. Dann war es eine dumme Idee. Sie fliehen. Dann war es eine noch dümmere Idee. Ja, schade, dass wir keinen Links haben. Hier, keinen Interdiktor. Ah Mann, das wäre zu gut gewesen. Habe ich mich zu früh gefreut. Aber ich habe echt Schiss gehabt, dass die hier mit Bodeneinheiten auftauchen. Von daher. Immerhin. Immerhin. Lasst uns schauen, wie es bei Collar 4 aussieht. Das ist immer noch eine 900er Flotte mit zwei Interdiktoren. Können wir immer noch nichts dran ändern. Das ist echt nicht gut. Wie viele Einheiten haben wir bei Primea? Nur 5. Oh. Wisst ihr, eine 900er Flotte wär an sich schon nicht gut. Haben die denn jetzt hier irgendwo noch eine Dingsbums? Haben die nicht, oder? Eine Capital Shipyard. Haben sie nicht. Das heißt, wenn die von Yaga Minor nicht irgendwas runterschicken können, müsste theoretisch jedes große Schiff, was ich vernichte, vernichtet bleiben. Das ist immerhin etwas, das zu wissen, aber dass die hier eine 900er Flotte von Chilla haben, ist nicht gut. Da müssen wir ganz, ganz dringend Bodeneinheiten nach Naporah schicken. Was dann potenziell die Bodeneinheiten von Sika sein könnten. Dann haben wir nun wieder keine Angriffsarmee. Bei Collar 4 und Obroa Sky brauchen wir potenziell auch Dinge zum Angreifen. Mal schauen. Ich bin mir da echt unschlüssig, wie wir hier am besten weiter aufteilen. Aber Pes Favri darf eine Raumstation bauen.
Und hier sind wir bei 78%. Kariak hat eine, Koribu hat eine, Rapak hat eine. Das ist gut. Lasst uns mal einen von denen nehmen und bei Yagamino vorbeischauen. Vielleicht auch einen bei Borosk. Oh mein Gott, ihr müsst da auf dem Boden bitte. Du zurück nach Kariak. So, da wurde ich kurz unterbrochen. Wir machen jetzt aber direkt weiter. Beziehungsweise für euch ist das hoffentlich, wenn ich es nicht vergessen habe, rausgeschnitten. Sonst habt ihr ja 3 Minuten Ruhe. Aber ich denke natürlich nicht. Ach, die kommen auch nach Abrigado Ray. Warum denn nicht? Ach, kommt doch überall. Wir sind sehr gastfreundlich. Ach, da sind sie schon. Wahrscheinlich kommt da eine Bodenschlacht. Aber Abrigado Ray habe ich wirklich gar keine Angst vor. Das sollten die hinkriegen. Was ich jetzt machen möchte, ist in Richtung... Erstmal hier bei Bermor eine Flotte. Da fliegt eine Flotte nach Kolla 4. Gucken wir uns doch mal an... Ach nein, 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 nein. Ich warte auf den Interdiktor und dann auch noch ein paar... Weil es ist dumm, wenn die Flotten dann einfach immer fliehen und ich hätte da irgendwas Cooles, was man wirklich gut vernichten kann. Nur scheinbar scheint das Spiel gerade irgendwas nicht zu mögen. 3 davon. Und die Bodeneinheiten, davon haben wir schon 7. Erstmal Richtung Belmora. Das, falls mal was sein sollte oder so. Jetzt kommen sie auch nach Netehi. Warum denn nicht? Kommt her, wir sind gastfreundlich. Die Raumstation steht hier. Das heißt, er kann nicht ohne weiteres abhauen. Lasst es uns einmal probieren. Ihr wollt mich doch veräppeln. Aber eigentlich, ich weiß, also Raumstation, 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 Raumstation. Wo soll der hin? Der kann, also wenn der jetzt einfach weg ist, dann, er ist nicht einfach weg. Weil er über Niroan fliehen will. Und da wieder nach warum habe ich das nicht gesehen? Warum habe ich das nicht gesehen? Holy schmoly, das ist dir... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ihr seht das, ne? Ihr seht das. Die haben keine Capital Shipyard mehr. Die haben noch ein paar Heavy Freaky Shipyards. Aber die haben eine einzige Dreadnought-Schiffswerft bei Yagamino. Wenn ich die vernichte, kann die Pentastar-Koalition keine großen Schiffe mehr bauen. Dann können die keine Sternzerstörer bauen, keine Secutors, keine, ich glaube, Mandator, 3 Dreadnoughts haben die. Nichts davon können die mehr bauen, wenn ich das einnehme. Und Grunga ist nice, aber so eine Dreadnought-Schiffswerft ist wichtiger. Wir müssen mal gucken, wenn Grunga jetzt hier stehen bleibt und nicht direkt flieht, werde ich dem noch hinterherfliegen. Werde ich ihm hinterherfliegen oder werde ich... Boah, das ist eine schwierige Entscheidung. Das Problem ist, ich habe keine... Doch, ich hätte die Bodeneinheiten von Sika, ne? Oh, Leute, immer diese Zwickmühlen, die dieses Spiel einem gibt. Ich meine, das macht das Spiel meiner Meinung nach relativ spannend, aber trotzdem unschön. Lasst uns direkt die Einheiten von Sika mitnehmen. Dass wir da gar nicht erst... Ah, er ist direkt weg. Okay, dann wird er jetzt... Wahrscheinlich bei Yagamino auftauchen. Aber das heißt, er fliegt über Niroan in Richtung Brosk. Sehe ich ihn da gleich irgendwann? Oh, aber wie gut diese Entscheidung war, den darüber zu schicken. Lass uns noch einbauen hier. Ist zwar teuer, aber egal. 68%. Oh mein Gott, ihr müsst auf den Boden bei Belmora, bitte. Mach hinne. Noch 2 Flugeinheiten. 2. Danke. Oh Gott, die kommen auch wieder nach Zeldros. Ich hasse es. Okay. Jäger Minor wird angegriffen. Ja, bei Zeldros kann ich nicht viel... Ja gut, ich könnte mit der Belmora-Flotte... Ja, die ist sogar direkt hier nebenan. Warum denn nicht? Kolla 4 ist zwar das wichtigere Ziel, aber wenn wir das hier verteidigen können, soll mir das recht sein. Komm schon. Aber wenn wir Yagamino noch kriegen könnten, wäre das hier eine richtig, richtig erfolgreiche Folge.
Ansonsten haben wir nur Trokri gekriegt und ein bisschen was abgewehrt, aber wenn wir Yagamino zumindest den Luftraum noch kriegen könnten und diese Dreadnoughts vernichten könnten, oh mein Gott, dann hätte die, das wäre der Todesstoß für die Pentastar-Koalition. Wenn die das dann nicht schafft, irgendwas anderes noch einzunehmen, hat die ein sehr, sehr großes Problem. Auf nach Zeltros, bitte, das sollten wir hoffentlich zeitig noch schaffen. Und da geht's auf nach Jägerminor oder auch Jägerminor. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Und Borosk? Es darf nicht wahr sein! Wieso? Wieso? Wir haben es fast geschafft! Ah, nein! Ey, 2 Sekunden! 2 verdammte Sekunden! Riecht mich das auf! Warte, Aduma? Ah, deswegen ist Borosk jetzt auch leer. Oh. Ah! Das macht mein Herz nicht mit. Komm schon. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, wie groß die Flotte ist. Ja, aber sie ist voll von Immobil. Alter. Voll von Immobilisern. Achso, ja, da muss ich mit dem einfach fliehen, weil abhauen kann ich ja nicht. Auto-Resolve. Boah, nervt mich das mit dem Grunger. Komm, sag mir, der flieht jetzt nochmal von Yagaminor. Darf verdammt nochmal nicht wahr sein. Wie groß ist die Flotte? Das Ding ist, die haben eine Hyper Velocity Gun, damit kann ich das vergessen, Grunger hier zu vernichten, vor allem mit Golan und so. Keine Chance. Oh, das könnten wir so einfach am Boden kriegen können. Wie groß ist die Flotte? 432. Das ist mies und wir haben bei Adumar keinerlei Truppen am Boden. Warum muss es denn momentan so... Erstmal beginnen. Und dann denkt man, man hat hier langsam so die Situation unter Kontrolle. Passiert so ein Quatsch. Wir hätten entweder eher auf Grunger gehen sollen oder eher auf Yagamino. Aber ich dachte, Yagamino wäre mit einer 800er Flotte oder so verteidigt. Beginnen wir. Das einzige... Wo ist die Golan 3? Das Einzige, worauf ich hier hoffen könnte, wäre, Grunger wirklich rauszulocken und dann mit Drommel ungefähr hier aus dem Hyperraum zu kommen und die Dreadnought-Schiffswerf zu vernichten. Das wäre ganz nett. Golan 3 sitzt da, das ist ganz gut. Ja, da kommt jetzt der Erste. Aber Grunger muss auch kommen, sonst bringt das alles nichts. Der Nächste kommt. Holen wir hier noch einen hin. Na, der dreht ab, okay, weil er die Lancer da lieber mag. Was soll er machen? Grunger, komm schon. Also das fände ich schon wirklich... Warum brennt die Golan? Das ergibt nicht so viel Sinn. Aber gut. Jetzt brennt hier alles. Wäre natürlich nett, wenn das wirklich so wäre, aber... Der ist abgehauen. Grunger haut nicht ab. Flieh, oh oh. Flieh bitte noch rechtzeitig, danke. Ah, oh, das ist... Okay. Das kann ich mit der Hypervelocity auf jeden Fall regeln. Aber das ist echt, echt mies. Wir werden wahrscheinlich nach Trokri zurück abhauen. Ich hätte hier gerne die Mine. Aber das werde ich nicht machen.
mich das. Dass wir da jetzt bei Yagamino keine Chance hatten. Das ist richtig, richtig mies. Wir brauchen deutlich mehr Bodeneinheiten, um unsere ganzen Planeten jetzt zu sichern. Überall. Wir haben zu viele Fronten gleichzeitig. Ah, die Engines sind noch da, aber der zweite Schuss vernichtet das Ding und der dritte Schuss dann den Tartan. Ich glaube, den Tartan könnten wir sogar mit unserer Lancer vernichten. Von daher ist das dumm von einem der Teradoc-Brüder oder beide Teradoc-Brüder, ich weiß gerade nicht, wer hier das Sagen hat bei der Pentastar, wollte ich gerade sagen, nein. Natürlich nicht, bei der Great Hummel Root. Ich weiß noch nicht, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt müsste einer hier eine Great Hummel Root, ist es Kosh, die Great Hummel Root haben und der andere Zero Command im Kern. Also Zero Command ist zu... Oh, doch, wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Wenn es natürlich eine winzige Flotte ist, würde ich jetzt gerne schon meine Flotte dahin schicken, aber das kann ich nicht wissen. Wir sind hier noch auf dem Weg nach Zeltros. Hier hauen wir ab nach Trokri. Das nervt mich bei Yagamino, das nervt mich extrem. Und hier bei Aduma nervt mich, dass ich keinerlei Bodeneinheiten da habe, dass das schwierig wird. Ich könnte natürlich Teptixi versuchen anzugreifen. Oder mit Izard von Primeir nach Solitär. Ich glaube, das ist auch das, was ich mit Izard jetzt als nächstes mache. Aber im Blick auf die Uhr war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und habt euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.